Also heute haben wir im Rat die ersten Auswirkungen der schlechten Haushaltslage zu spüren bekommen, vor allen Dingen für den Bereich Kultur. Wir hatten eine Erhöhung einmal der Gebühren für die Stadtbücherei. Jetzt für das Stadtmuseum soll jetzt ein Eintritt erhoben werden von 4 Euro. Also vorher waren es 0 Euro, also man konnte einfach so ins Stadtmuseum gehen. Jetzt kostet es 4 Euro. Und der Kunstpreis soll jetzt von allen zwei Jahren auf alle 4 Jahre nur noch verliehen werden. Und es werden noch ganz furchtbar viele Kürzungen im Kulturbereich erfolgen. Das wissen wir schon aus den Haushaltsplänen. Und wir haben diese Erhöhung der Gebühren bzw. Kürzung im Kulturhaushalt heute abgelehnt, weil wir wissen, woher diese Kürzungen kommen. Die Ratsmehrheit hat sich verhoben mit dem Köbogen, mit ihren Großbaumaßnahmen hier in der Stadt, mit der Wehrhahnlinie. Wir haben immer gesagt, das alles wird viel zu teuer. Darunter werden Bereiche leiden, die wir nicht vernachlässigen möchten. Das sieht man jetzt eben besonders in der Kultur, aber zum Beispiel auch im Schulhaushalt, im Masterplan Schulen und so weiter und so fort.